Hallo, liebe Arena-Freunde, ich bin Bettina Brömme und ich lese euch einen kleinen Teil aus meinem neuen Jugendthriller Engelmord vor, in dem Melina versucht, ihren Bruder aus einer religiösen Sekte zu befreien. Es dauert bestimmt 10 Minuten, bis ich mich beruhigt habe. Von draußen dringt Murmeln herein. Ich bin immerhin nicht völlig allein. Allerdings wird mir langsam kalt in meiner Unterwelt. Bis morgen früh soll ich hier ausharren? Die spinnen doch. Das können die nicht ernst meinen. Wegen so einer Lächerlichkeit. Und dann auch noch 10 Seiten schreiben. Was denn? Einfach Gott preisen und loben oder was stellen die sich vor? Oh, ich muss mich bewegen. Es ist kalt. Ich stehe auf und sehe mich in dem Kellerraum um. In die finstersten Ecken traue ich mich gar nicht zu schauen. Alles ist von Spinnweben überzogen und irgendwo müssen deren Erzeugerinnen ja lauern. Gruselig. Oh, Scheiße. Ich renne auf die Kellertür zu. Ich werfe mich dagegen, aber neben dem Geräusch des dumpfen Aufpralls höre ich nur meinen eigenen Schrei, als mir ein schriller Schmerz in die Schulter saust. Ich will raus hier. Ich habe das Gefühl, die modrige Luft wird immer dicker und zäher und verklebt mir die Bronchien. Als ich an der Tür ein Geräusch höre, renne ich zum Tisch, kauere mich auf den Schemel und tue, als sei ich ins Schreiben vertieft. Mist, wo ist der Stift? Ich suche den Boden ab. Die Tür wird aufgeschlossen, Schritte nähern sich. Das Licht aus dem Treppenaufgang blendet mich. Ich erkenne nur eine Silhouette, es scheint ein Mann zu sein. Hier, dein Abendessen, sagt er. Als ich erschrocken hochfahre, stoße ich mir den Kopf an der Tischkante. Verdammt, rufe ich aus. So spricht man nicht bei uns. Seine Stimme ist eiskalt. So hat er früher nie gesprochen. Meine Finger zittern. Als er endlich mit dem Tablett vor mir steht, möchte ich losschreien. Heiko, stammle ich und spüre, wie mir schon wieder die Tränen laufen. Ich bin Bruder Jonathan, sagt er tonlos und stellt einen Suppenteller und einen Becher Wasser auf den Tisch. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Warum gibst du es nicht zu, stoße ich hervor. Hier ist keiner, keiner hört uns. Wie kannst du dich so verleugnen? Und mich? Einen Moment sieht er mir stumm in die Augen. Ich kenne jeden Sprenkel in seiner Iris. Ich verstehe nicht, was du von mir willst, sagt er. Er dreht sich um, aber ich stürze ihm nach. Ich greife nach seiner Hand und klammere sie. Bitte, Heiko, bitte. Du kannst mich hier doch nicht einfach so verrotten lassen. Ich bin deine Schwester. Meine Schwestern und Brüder warten oben auf mich. Ich kann sie nicht alleine lassen. Gib es zu, schrei ich ihn an. Gib es zu! Er entreißt mir seine Hand. Ich taumle gegen den Tisch. Schwester Lina, sagt er, ich glaube, dieser Ort ist nicht geeignet für dich. Sicher ist es besser, wenn du dich von der Gemeinschaft verabschiedest. Du musst einen anderen Weg gehen, um zu Gott zu finden. Mama hat es schon wieder versucht. Sie hat sich diesmal mit Tabletten vollgepumpt. Ich habe sie in ihrer Kotze gefunden, gerade noch rechtzeitig. Es war in der Nacht, nachdem du uns auf dem Markt fortgejagt hast. Es ist deine Schuld, deine! Meine Mutter ist vor langer Zeit gestorben, genauso meine Schwester. Du willst Rache, oder? Du willst dich endlich an mir rächen. Ich packe den erstbesten Gegenstand, den ich finde. Ich werfe ihm den Suppenteller nach. Die Brühe verspritzt in alle Richtungen. Der Teller zerspringt auf dem Steinboden. Nein, sagt er ruhig, das will ich nicht. Aber ich rate dir, geh fort von hier. Dies ist kein Platz für dich. In wenigen Schritten hat er die Tür erreicht und ich höre, wie er von außen abschließt. Ich kauere auf dem Boden, starre die weichen Gemüsestückchen an, die wie Schlachtopfer daliegen.